Ich heiße Florian Bruns und bin bei der KWS für das Employer Branding und Talent Attraction weltweit zuständig. Wir sind ein Saatgutunternehmen, das heißt, wir produzieren Saatgut, wir züchten das natürlich allen voran zuerst und verkaufen es auch. KWS gibt es seit 1856. Wir sind eines der ältesten eingetragenen Marken in Deutschland. Wir haben im Osten in Deutschland angefangen, in der Zuckerproduktion mit der Zuckerrübe und haben uns dann weiterentwickelt über alle Fruchtarten im Agrarbereich und seit 3 Jahren auch im Gemüsebereich. KWS ist in 70 Ländern vertreten und wir haben natürlich in vielen Ländern auch Standorte. Unser Headquarter ist in Einbeck bei Göttingen und wir sind heute hier gerade in Berlin, wo wir letztendlich seit 2, 3 Jahren auch einen Standort aufgebaut haben und sind um die 350, 400 Kollegen. Unsere Forschung und Entwicklung findet hauptsächlich am Standort in Einbeck statt. Aber wir haben auch einen Forschungsstandort in Nordamerika, in St. Louis. KWS ist eines der größten Saatgutunternehmen weltweit. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kennt man uns gar nicht. Wir haben keine Konsumerprodukte. Dementsprechend ist es manchmal schwierig, uns zu sehen. Auf der anderen Seite sind wir in 70 Ländern. Wir haben allein an unserem Headquarter 43 Nationen und sind sehr international und sehr divers und das macht uns aus. Wir leben diese Diversität und freuen uns auch über Kollegen, die aus der ganzen Welt zu uns kommen oder wo wir in 70 Ländern Geschäfte machen. Als Unternehmen sind wir nicht nur sehr alt, sondern wir haben auch sehr starke Werte. Und diese Werte sind über ja fast jetzt schon über 165 Jahre gewachsen und die leben wir immer noch. Das heißt, wir haben Werte, die wir beschreiben, wie wir miteinander umgehen, wie wir mit Kollegen umgehen, wie wir mit Kunden umgehen, wie wir letztendlich auch zusammenarbeiten. Und das ist uns ganz wichtig. Das heißt, wir sind auf Augenhöhe. Wir wollen, dass wir miteinander auch an Themen arbeiten, in Teamarbeit. Wir haben wenig Hierarchie, wo wir letztendlich uns darüber definieren, sondern mehr über Inhalte. Und das macht das Arbeiten sehr frei und respektvoll und letztendlich fühlt man sich immer als Teil des Ganzen, besonders wenn wir als Unternehmen neue Strategiethemen rausgeben, dann ist das immer ein Thema, was einen sehr bewegt. Die normale Sprache ist natürlich Deutsch auf der einen Seite, auf der anderen Seite spricht fast jeder Englisch. Das heißt, wenn wir in Meetings gehen, und wir merken, dass ein Kollege, der spricht nicht so gut Deutsch oder eine Kollegin, dann wechseln wir sofort in die englische Sprache und das ist auch sehr akzeptiert. KWS ist ein sehr innovatives und forschungsgetriebenes Unternehmen. Wir haben rund 6000 Kollegen in 70 Ländern. Wir sind, glaube ich, in allen wissenschaftlichen Bereichen vertreten. Wir haben Biowissenschaften natürlich, wir haben Naturwissenschaftler, wir haben Data Scientists, die sehr stark auch gerade mit unseren Forschung- und Entwicklungsabteilungen zusammenarbeiten, um am Ende des Tages dann auch Produkte zu entwickeln. Wenn ich über unsere Kollegen nachdenke, in der Forschung und Entwicklung und inwieweit bei uns Wissenschaftler sehr klar ihren Karrierenpfaden folgen, muss ich immer sagen, das ist so ein bisschen altes Denken. Es kommt immer auf die Persönlichkeit an und inwieweit man sich auch weiterentwickeln möchte. Und da ist gerade KWS ein Unternehmen, wo wir sagen, wir sehen mehr als nur den Titel oder das, was man gelernt hat. Dementsprechend haben wir ganz viele Kollegen, die vielleicht als Wissenschaftler angefangen haben und dann in der Kommunikation gelandet sind oder in der Strategie, weil wir möchten Menschen haben, die eine Meinung haben und die ein bisschen geländegängiger sind, um bei uns im Bereich zu bleiben, um letztendlich sich auf Neues einzustellen und dann auch zu adaptieren.